Verkehrsministerin Leonore Gehwesser will neue Ampeln. Sie will deshalb eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen, dass Ampeln auch ohne Grünblinken erlaubt sind. Österreich denkt sich gerade so. Deutsche und Schweizer gerade so. Die Ampeln blinken bei euch grün? Was ist das jetzt? In den meisten europäischen Ländern geht die Abfolge so. Die Ampel ist rot, dann ist sie rot und gelb gleichzeitig und dann wird sie grün. Darf man nicht mehr fahren, wird es gelb und dann rot. In Österreich blinkt es aber grün, bevor es gelb wird. Bei Fußgängerampeln blinkt es grün, bevor es rot wird. Diese Grünblinkphase ist in der Bevölkerung generell sehr beliebt. Wieso kommt es dann ins Gesetz? Es geht um Disco-Ampeln. I say Disco, you say Ampel. Disco. Ampel. Disco. Ampel. Was ist das jetzt wieder? An einer Autobahneinfahrt in Linz wurde eine Ampel getestet, die ganz schnell von rot-gelb-grün wieder zu gelb-rot schaltet. In der Grünphase darf dann jeweils nur ein Auto auf die Autobahn auffahren. Die Grünblinkphase wurde dort ausgelassen. Der Test sei laut der ASFINAG erfolgreich gewesen und sie begrüßt weitere solche Ampelanlagen, um die Verkehrsflüssigkeit zu steigern. Diese sollen dann laut der kleinen Zeitung nicht großflächig in Einsatz kommen, sondern nur in speziellen Fällen. Also keine Angst, Österreich, die Welt bleibt in Ordnung und die Ampeln blinken vorerst weiter grün, bevor es gelb wird. Braucht es noch ein blaues Licht bei der Ampel? Und für was ist das blaue Licht da? Schreib's in die Kommentare.